Ihr könnt die Zigaretten schon mal anmachen, wenn wir schon mal an der Tankstelle sind. Lass mal schön krachen, so ein kleines Feuerwerk. Aber erst, wenn die dicke Tunte weggelaufen ist. Hier sind wir jetzt auf der Esso-Tankstelle, die ihr wahrscheinlich auch aus dem TV kennt, wie alles andere auch hier auf St. Pauli. Hier geht es immer richtig zur Sache am Wochenende. Die Jugendlichen, die glühen hier abends immer vor, weil es gibt ja doch einige Clubs auf St. Pauli, die ganz schön teuer sind. Vor allem, hier bei euch habe ich auch ein bisschen Angst, wir müssen ein bisschen auf die Seitenstraßen achten bei den Table Dance Bars, die ziehen euch rein, sagen, ihr müsst keinen Eintritt bezahlen, aber für 400 Euro eine Cola. Ihr müsst wirklich aufpassen, Olivia und ich, wir haben oft Touristen, die in unsere Bars kommen und sagen, Mensch, wir haben gerade 600 Euro verloren, weil wir zwei O-Säfte getrunken haben. Ich kann euch nur davor warnen, ne? Wer macht es selber schuld. Du brauchst gar nicht so zu gucken, das Geld nehme ich euch auch gleich ab. Ne? Ja, weil wir so viel Spaß hatten, müssen wir leider noch einen Aufpreis darauf machen. Der Kevin, der ist jetzt da drin, der bereitet euer Bier vor, das muss auch richtig schön knallen. Ich gehe da jetzt rein und helfe ihm. So 4 bis 5 Minuten brauche ich, dann komme ich auch wieder raus. Bei mir dauert das immer so lange, weil da drin gibt es eine Kuchenticke mit Pflaumenkuchen und irgendwoher muss dieser Prachtkörper hierher kommen. Naja, das ist doch ein geiler Körper, oder nicht? Mein Freund sagt immer, Sex wie auf der Hüpfburg ist das super, ne? Ja, der hat sich das Geld für ein Freizeitparadies gespart, das haben wir zu Hause im Bett.